Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde, zu Empire. So, wir befinden uns in der letzten Mission von Kapitel 3, die da heißt 1000 Zeitalter in der Hölle. Hinunter mit dir bis zum Fundament Adanias. Hier musst du Widerstand leisten, bis du bereit bist, die Bestie loszulassen. Noch ein letzter Kampf, dann hast du das Zeug zur Eroberung der Welt. Okay. Leitern wie immer aus. Schwierigkeitsgrad normal. Nur mich. Spiel starten. No darkness was ever so black. Not even in the bottomless pit. The deepest level of Groove Urtat is where evil resides. True evil. As in the malevolent heart of the Phantom King. If you manage to tame him, surely nothing can stop you from seizing Castle Twilight, and with it, the Ardanian throne. All you need to do is to find a legendary forge, withstand the attacks of the Dwat forces until the key is remade, and then battle your way to the cell holding the Black Phantom. Surely, a tiny piece of minty fresh cake. Minzfrischer Kuchen. Do you feel it? The energy, the unholy might of these halls. Yep. It's my kind of cozy. It must be hotter than hell down here, and still I shiver to the bone. This is it, my red friend. The moment of truth. Are we gods who will stand and deliver, or are we mere mortals heading for a noose? Will we be victorious, or will we beg for a merciful fate before the end? You go right ahead and beg, little human. I'll deliver our victory. That's the spirit! Now get going. Somewhere on this level, there should be a smithy we can use. Find it! Go! 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 Death is breathing down our necks. Listen closely. Find the forge and remake the key. Then head directly to the cell block and release the Phantom King. I'll take it from there. Okay. Jetzt wird wieder lustig. Hauptproblem, wir haben mal wieder viel zu wenig Platz. Wie umgehe ich das am besten? Hier hätten wir viel, schön viel Platz. Also grabe ich erst einmal. Ja, einen durchgehenden Gang nach hier. Hier haben wir ein paar Kobolde, Level 3 sogar. Okay. So, das besetze ich schon mal. Und dann brauchen wir hier dringend einmal eins davon und eine Küche. Buddeln wir erstmal einen Gang hier runter. Setzen dann noch die Küche da dran. So. Können wir nämlich von hier aus theoretisch hochbuddeln dann. Einmal hier so ums Karree und dann ist gut. Hier hinten könnten wir den Extraktor können wir hier hinpacken und da hinten die restlichen Sachen. So, erst einmal den Speer wie immer freischalten. So, meine Arbeiter sind alle unterwegs. Sehr gut. Erstes Gebäude ist fertig, aber wir haben keinen freien Arbeiter. Arbeiter wäre sehr nett. So, jetzt könnten wir aber theoretisch hier oben immer noch nicht weiter buddeln. Gut, dann buddeln wir halt hier durch. Könnten hier so entlang buddeln. Nee, ich buddel lieber außen rum hier so einen Weg entlang. Und ja, ich mache das lieber etwas komplizierter, dass ich mit den Helden nicht so viel Probleme habe. So, bis hierhin. Und hier oben haben wir sehr, sehr viel Platz.
Gut. Hier sind wieder... Ach, das sind dunkle Zwerge, okay. So, was könnten wir... Hier könnten wir theoretisch keine neue Küche hinpflanzen. Nein, Vorratsraum brauche ich zurzeit auch nicht. Ich brauche erstmal die beiden Räume besetzt. Weil ich brauche einen ersten Trupp. Die mir Materialien besorgen. Damit ich einen Extraktor auf jeden Fall bauen kann. So, schnelle Auffassungsgabe. Und als nächstes dann die Übungsraum. So, wir haben den ersten Trupp. Der geht was essen. Übungsraum muss ich dann wohl übel oder übel hier hinbauen. Und hier die anderen Sachen hin. Hier so könnte ich den Monsterhort später hinbauen. Das heißt, hier kommt die Spelunke hin. Und hier oben dann wohl oder übel die zweite Küche irgendwie. So, hier hin. Schade, dass ich dieses nicht zentralisieren kann. Aber egal, muss so sein. So. Trainingsraum ist freigeschalten. Die sind satt. Dann gucken wir mal auf die Weltkarte. Da ist eine Einser-Materialüberfall. Sag bloß, es. Ach doch, es gibt einen Einser-Gold, zwei Einser-Gold-Überfälle. Die Pilzüberfälle sind sowas von useless, meiner Meinung nach. Pilze braucht man nämlich nur für ein paar Einheiten, ansonsten fast gar nicht. Ah, ich kann neue Imps beschwören. Und ein Sprengtruthahn. So, wandeln wir mal. Nicht genug Mana für die Umwandlung. So. Davon könnte ich fast schon eine zweite Küche bauen. Hier oben irgendwo hin. Ich kann nämlich nicht so viele Materialien einlagern. Überfallerfolg, sehr schön. Sehr, sehr schön. Gleich noch einen Sprengtruhenhahn. So gut, was baue ich denn damit jetzt? Eigentlich würde ich fast sagen, ich baue noch eine Vorratskammer hier hinten hin. Aber erstmal will ich gucken, wo ich die Spelunke reinquetschen kann. Wahrscheinlich hier, oder? Ja, hier könnte ich sie am besten reinquetschen. So sogar. Jo. Okay, das heißt erstmal eine Vorratskammer. Obwohl, ne, warte mal. Ne, ich mache erst den Übungsraum hier oben irgendwo hin. Und ich habe 4 Punkte. Ja, ja, genau, für meinen Priester. Sehr schön. Da mache ich den Übungsraum hin, dann kann ich theoretisch die Küche da so anpflanzen. Kann. Nö. Dachte, das geht so irgendwie. Egal. Verzichten wir dieses Mal auf den ästhetischen Dungeon. Schicken einfach meine Jungs zum nächsten Materialüberfall los. So, ein Punkt für die Werkstatt. Dann beschwöre ich jetzt schon mal 2 Priester. Dafür habe ich nämlich die Pilze. Da, die bewachen eine Truhe. Die bewachen nichts.
Dunkelzwerge, die das Ding bewachen. Also es gibt zwei Truhen, wenn ich richtig gesehen habe. Eine hier oben. Da kann ich mich übrigens auch schon mal hingraben, irgendwie ein bisschen. Ich glaube schon fast, ich mache erst die hier platt. Das sind nämlich nur Einser und Zweier Dunkelzwerge. Oh. Und ich habe einen... Speer verloren. Das wollte ich sagen. Produziere ich den am besten gleich mal nach. Kann ich nicht. Dafür fehlen mir Materialien. Hätten die nicht los sollen, Materialien besorgen. Oh, ich habe genug Punkte für meinen Recken. So. Dann schicke ich Trupp 1 gleich mal wieder auf eine Materialmission. Jetzt, wo sie Stufe 2 haben. Sehr gut. Und ich muss hier rein. Erkunde den hinter dir liegenden Dungeon. Ja, das ist irgendwie so Standard für den Anfang. Und nein, hier kann ich echt nichts mehr machen. Das war also völlig für die Katz. Okay. Ah, wir haben Materialien. Heroes are entering your dungeon. Helden. Die mir noch mehr Materialien geben. Sehr schön. Mit denen kommt Wahl gut alleine klar. So, jetzt ist noch ein Ingenieur übrig. Da hilft der Prügeltrupp mal mit. So, der Extraktor wäre fertig für weitere DSC Points. Ach, ich kann die Hexenmeisterin auch mal freischalten. Ah, gut. Vorratskammer da hinten bauen. Damit das Material vor den Helden nicht verschwendet wird. Als nächstes hätte ich dann gern die Spelunke. Jo. Trupp 1. Kann hier oben hin. Du kannst auch da oben hin. Bald kann hier oben hin. Dann können wir hier schon mal den Durchbruch machen. Für die Schmiede fehlen mir 50. 5. Und ansonsten, ach ja, ich wollte die Spelunke zuerst bauen. Ja. Falscher Raum, ich wollte hier umwandeln. Pilze. So, jetzt habe ich genug für die Spelunke. Die ich da so hinbauen wollte. Mit einem Weg da lang. So. Durchgangsverkehr für die Spelunke. So, heften wir das schön mit. Sind nur zwei dunkelheiße Zwerge, die kriegen wir also locker tot. So, und dann noch die zwei da. Spelunke besetzen. Dann kann ich dort schon mal eine Hexenmeisterin ausbilden und auch einen Schamanen. Und mit den 4 Punkten schalte ich jetzt erst einmal den Schreckensfürsten frei. Der hat Frieden und Beute. So. Dann öffnen wir mal, sobald wir die da alle her teleportiert haben. Kabal mal das Ding hier öffnen. So,
So. Feuerhexenmeister, 10 Schätze hoffentlich. Jawohl. So, Berserker. Was könnte ich da oben? Da könnte ich noch einen Recken reinpacken. Jetzt habe ich ja das Material dafür. Gerade durch Frieden und Beute gekriegt. Einen Recken. So, so, so. Und alles hier reinporten. Und bald zurück zum eigenen. Ne, bald macht mir erstmal noch neue Imps. So. Und dann kann er hierher zurück zum Eingang. Gut. Als nächstes brauche ich die Materialien für die Schmiede. Für die Werkstatt. Die wird wahrscheinlich hier dann an die Ecke gebaut werden. Das nächste ist, schalte ich dann das den Schreckensfürsten oder das Arcanium? Das kann ich mir überlegen, wenn es soweit ist. Wo ist Trupp 2? Ah, Trupp 2 ist auch dort. Sind alle soweit? Ja, aber erstmal essen. Und ihr beiden, ihr könnt in die Gambling Hall gehen. Kostenlose Einheiten beschaffen. So, Trupp 1. Trupp 2. Trupp 1 geht essen. Trupp 2 geht essen. So. Haut rein und dann geht ihr los und holt mir noch mehr Materialien. Währenddessen wandle ich fleißig Materialien um. Und dann holt ihr mir noch mehr, dass wir eine Werkstatt bauen können. Wie viel kann ich maximal lagern im Augenblick? Ah ja, 112. Gut. Trupp 1, Trupp 2 können los. Ich habe wieder 3 Punkte.